So, starten wir mit einem ganz neuen Format. Viele Menschen sagen sich, ah, gerade zur Jahreswende, wer auch immer diese Jahreswende erfunden hat, warum genau da alles anders sein muss. Und jetzt muss man ja natürlich sein ganzes Leben umkrempeln an irgendein Datum, was irgendjemand mal erfunden hat. Was haltet ihr davon überhaupt? Ich eigentlich gar nichts. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wenn ihr davon auch nicht allzu viel haltet, weil irgendjemand mal irgendwas beschlossen hat, dass man in diesen Tagen alles so machen sollte, seine Freundin nur dann und dann beschenken darf. Dann gebt ein Video gerne mal nach oben, wer das alles so ein bisschen hinterfragt. Egal. Auf jeden Fall machen es viele Leute trotzdem. Die Fitnessstudios brechen voll, ja, im Februar brechend leer. Und ihr wisst, was ich meine. Viele Menschen sagen sich, ah, vielleicht eine gesunde Ernährung wäre vielleicht ganz sinnvoll für mich. Ja, okay, dann helfe ich dir vielleicht einfach mal dabei, weil ich hatte diesen Umschwung schon mal auf vielleicht gesündere Ernährung. Manche Leute sagen vegan, Mangelernährung, wie auch immer. Ich, nein, sage es nicht so. Alles hat sich verbessert, seitdem ich vegan geworden bin. Wenn es sich verschlechtert hätte, wäre ich wieder zurückgegangen, wäre so ehrlich geworden, weil ich muss sagen, ich bin aus egoistischen Gründen zuerst vegan geworden, weil ich dachte, ich muss meine Gesundheit optimieren und später kam der ethische Gesichtspunkt erstmal hin dazu und jetzt ist es ein gesamtes Konstrukt geworden. Also, als allererstes, welche Fehler würde ich nicht mehr machen beim Umstellung auf die Ernährung, auf pflanzliche Ernährung sprechen wir natürlich hier drüber und vielleicht auch zur Rohkosternährung. Als allererstes, was man sehen muss, ich hatte Probleme, muss ich ganz klar sagen, ich war am Anfang die erste Zeit, es war nicht lange, aber gerade war ich im Kraftsport sehr, sehr tätig zu der Zeit und ich wusste ganz genau meine Kraftwerte für jede Wiederholung und so weiter. Und ich habe gemerkt, dass die ersten 2, 3 Wochen ist es etwas nach unten gegangen, ja, mit den Kraftwerten. Da habe ich mir gedacht, oh, vielleicht ist es doch alles nicht so gut und dann ging es nach oben. Aber woran die Leute dann scheitern, sind diese 2, 3 Wochen, vielleicht bei manchen dauert es sogar noch länger, dass sie sagen, oh, es ist doch nicht mehr so wie früher. Und woran liegt das jetzt und wie kann man das unterbinden, verbessern und so weiter? Damit helfe ich euch in diesem Video. Also, als allererstes, der Körper kennt keine Kaloriendichte. Ja? Das heißt, der Körper ist nicht irgendwie so ein Zähler, der sagt, ja, 1, 2, 3. Nein, der Körper kennt nur Volumina. Das heißt, du konsumierst etwas und er schätzt ungefähr ein auf dem Gewicht und dem Volumina, wie viel das ungefähr sein könnte und gibt dir dadurch das Sättigungsgefühl. Völlig logisch, ja? Das dauert natürlich auch ein bisschen, das Sättigungsgefühl. Deshalb manche sagen, wenn du schnell isst, dann tritt es erst viel, viel später ein und so weiter. Aber die Rückmeldung kommt halt irgendwann. Wenn du jetzt Lebensmittel konsumierst, ja, die fast keine Ballaststoffe enthalten, also eigentlich keine Ballaststoffe enthalten, zum Beispiel tierische Sachen oder auch Süßigkeiten und so weiter, dann ist dort eine sehr, sehr hohe Kaloriendichte, weil tierische Lebensmittel enthalten oftmals mehr Fett, sei das jetzt Nüsse oder solche Sachen halt, ja, als die pflanzlichen Lebensmittel, ja, wie Gemüse, Obst, Kartoffeln und solche Sachen alles. Und dort sind oftmals auch etwas versteckte Kalorien enthalten, ja. Und es ist eben so, dass man der Körper, ja, jetzt mit pflanzlichen Lebensmitteln viel mehr Volumina, viel mehr Ballaststoffe natürlich dealen muss, ja, viel mehr wasserhaltigen Lebensmitteln, ja, als zuvor, was du sonst so gegessen hattest, ja. Das heißt, du wirst im Durchschnitt etwas weniger aufnehmen, ja. Du hast die gleiche Volumina-Menge, weil das ist ja der Wert, wo du satt wirst, diese Messlatte. Aber hast trotzdem weniger Kalorien gegessen. Und dadurch kommt dieses leichte Defizit erstmal zustande, ja. Und dadurch reagiert der Körper darauf mit etwas mehr Schwäche. Und das ist erstmal völlig normal, weil du dich an deine Mengen etwas, der Adaptionsmechanismus muss erstmal vorantreiben. Wie kannst du das ein bisschen steuern? Und zwar 2 Tipps von mir. Als allererstes, wenn du morgens auftrittst, kann auch sein, da, hier bin ich. Trinke Wasser. Trinke sehr viel Wasser als allererstes. So dehnst du deinen Magen einmal aus, ja. Und ihr kennt, wenn ihr sehr lange nichts gegessen habt, könnt ihr auch gar nicht viel essen, weil der Magen sich immer weiter zusammenzieht, ja. Ihr wisst, weil er immer weiter hofft, auf etwas Nahrung zu treffen, auf der mit der er Peristaltik betreiben kann, ja. Punkt Nummer 1, Wasser, ja. Punkt Nummer 2, esst ruhig etwas zum Frühstück, wo ihr etwas mehr euren Blutzuckerspiegel anregt. Denn wenn er schnell steigt, fällt er auch schnell wieder ab. Das heißt, du hast wieder etwas mehr Hunger. Ja? Und so generierst du allgemein etwas mehr Drang, Kalorien zu dich zu führen. Ja? Das sind ganz einfache 2 Tipps, die du machen kannst. Was habe ich denn hier so noch so Interessantes aufgeschrieben? Ja? Ich weiß auch gar nicht, warum ich diesen bayerischen Akzent hatte. Christian von Respirit ist übrigens gerade bei mir, hat mich mal so besucht, einfach zu der Zeit, und fragt, warum machst du das? Und ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht, warum ich es mache. Okay, ich versuche es mir wieder abzugewöhnen. Des Weiteren, intermittierendes Fasten würde ich erstmal weglassen, ja, wenn man sich gerade in diesem Adaptionsmechanismus befindet, ja. Und es ist auch so, dass danach halt Folgendes eintreffen wird.
Du musst Step by Step das Ganze machen. Meine Reihenfolge ist, lass das Fleisch zuletzt weg. Ja, komme ich gleich auch warum. Warum Step by Step? Viele Leute sehen ein Video, ja, und das finde ich eben nicht ganz korrekt. Viele Leute sagen so, ah, diese veganen Propaganda, sage ich mal so, das ist auch alles schön aufklärungstechnisch, aber da wird vielen Menschen suggeriert, okay, ihr müsst jetzt sofort alles stehen und liegen lassen und nur noch das machen. Und das finde ich eben genau nicht gut, weil dann sind eben ganz viele Leute zum Scheitern verurteilt. Und zwar aus diesem Grund. Erstens, wie ich gerade gesagt habe, Kaloriendefizit am Anfang nicht so gewöhnt, diese Kaloriendichte, man fühlt sich schlapper. Der zweite Punkt ist, deine Darmflora, überleg doch mal, du hast ganz viele verschiedene Darmbakterien. Ja? Die einen kommen mit sehr wenig Ballaststoffen zurecht und befördern eher dieses Milieu, eher ein nicht so saures Milieu. Die anderen brauchen sehr viel Ballaststoffe und ein eher saures Milieu. Dann jedes Mal bei der Verstoffwechselung von Ballaststoffen entstehen Butyrate, das heißt Buttersäuren. Säuren senken den pH-Wert. Ja? Und das soll natürlich auch so sein, ja, im Darmtrakt. Und wenn du jetzt diese beiden Äquivalente hast und vorher eine Mischform hast, ja, und auf einmal nur noch diese nährst, ja, die auf der anderen Seite sind die anderen in Anführungsstrichen mehr arbeitslos und können dir die Energie, die sie normalerweise für dich zur Verfügung gestellt haben, ja, durch ja, natürlich metabolische Prozesse, nicht mehr zur Verfügung stellen. Natürlich wird dir dadurch ebenfalls etwas Immunleistung genommen, ja, Nährstofftransport natürlich genommen. Und das ist völlig normal, das ist ein Adaptionsmechanismus. Ja. Du kannst nicht einfach dir erwarten, dass die Darmflora sofort sagt, jo, jetzt sind wir raus, alles klar, wir sind jetzt erstmal weg und jetzt sind die anderen da. Nein, die müssen ja so lange da sein, bis sie wegsterben dir, ja? Weil die anderen jetzt mehr Nahrung bekommen und pH-wertspezifischer arbeiten können. Ja? Deshalb das Allerwichtigste, Step by Step, ja, und das wird bei vielen falsch gemacht. Nein, du musst so vegan, auf keinen Fall, mach das niemals, diesen Fehler. Jetzt kommen wir zum Fehler Nummer 2, wie ich gesagt habe, als allerletztes Fleisch. Ja? Das sagt er schon, beinhaltet Step by Step, erstmal Milch und Dingsprodukte raus und Eier. Das habe ich das Erste, was ich gemacht habe und dann später zu Fleisch. Und jetzt kommt es, warum, was viele nicht beinhalten. Damit möchte ich das Video auch gleich schon beenden. Ja? Also, wenn man Muskelfleisch konsumiert. Was konsumiert? Hört auf mit diesem Akzent, Patrick. Wenn viele Leute Muskelfleisch konsumieren, dann was beinhaltet Muskelfleisch, was später Fruchtfleisch oder so nicht mehr beinhaltet? Und da muss man ein bisschen biochemischer hingehen und muss betrachten die Mitochondrien, ja? Das heißt die Kraftwerke der Zelle. Was ist denn da drin? Und da ist natürlich Kreatin und Coenzym, also Q10, ja? Ubiquinon. Und das sind zwei, also Q10 ist ein Coenzym und Kreatin ist ein Phosphatspender, erkläre ich jetzt gleich nochmal kurz. Und wenn das natürlich dann nicht mehr so enthalten ist, dann ist natürlich nicht, okay, jetzt bist du mangelversorgt. Nein, diese beiden Stoffe kann der Körper selbst herstellen. Nur wenn er vorher davon mehr bekommen hat, muss er nachliefern, ja, um das auf dein Level hochzuholen. Das macht er nicht innerhalb von einer Woche. Das dauert, der Körper realisiert, okay, ich bekomme weniger von diesen Stoffen. Okay, jetzt muss ich ein bisschen mehr davon selbst produzieren und es gleicht sich wieder an, weil diese unerlässlich sind für den Energiestoffwechsel. Das kann damit zusammenhängen, dass manche Leute sich daran schlapper fühlen, ja. Wenn es ganz schlimm ist, kannst du diese Sachen minimalerweise anfangs supplementieren, dann auch wieder schleichend ausschneiden lassen, ja, um es zu überbrücken. Oder du kannst vermehrt Lebensmittel konsumieren, ja, die gerade auch Q10 enthalten, ja, wie zum Beispiel Pistazien sind sehr, sehr gut, ja, Brokkoli sehr, sehr gut, Kartoffeln sehr, sehr gut, Zwiebeln und so weiter. Da kann man einfach mal eine Liste googeln, da wird man sehr sicherlich dazu leicht was finden, ja. So, jetzt nochmal ganz kurz Erklärung, vielleicht für die es interessiert, was macht Kreatin, ja, du hast, wenn du zum Beispiel jetzt Glucose verstoffwechselst, dann ist ja nicht das die Glucose, die dir Energie liefert, sondern die Glucose muss in den universellen Energielieferanten bei dir im Körper umgewandelt werden. Und das ist ATP, Adenosintriphosphat. Zuvor, dass Adenosintriphosphat entstehen kann, muss Adenosindiphosphat da sein. Das heißt, zwei Phosphatgruppen hat dieses Molekül. Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen einblenden, Simon, im Hintergrund. Das wäre vielleicht ganz schön für die Zuschauer. Du hast ADP und dann wird eine Phosphatgruppe übertragen und dann entsteht ATP und das ist, was wir wollen. Das ist die Energie, die wir haben. Damit das passieren kann, was brauchen wir? Phosphatgruppen. Und das liefert das Kreatin, ja? Das natürlich auch in tierischen Muskelzellen natürlich auch enthalten ist und was unser Körper natürlich auch selbst herstellt, ja? So, wenn wir das natürlich weniger zuführen, klar muss der Körper eine Nachleistung kriegen und hat zu dem Zeitpunkt etwas weniger Phosphatgruppen, das heißt, zu etwas Schlappheit kann es führen, wird sich aber später wieder regulieren, weil der Körper das dann nachreduziert. Genau das Gleiche, was macht Coenzym, also Q10, was macht das bei unserem Körper? Das hilft, diese Phosphatgruppen zu schieben auf das ATP. Es hilft sozusagen, komm ADP, hier die Phosphatgruppe, muss quasi jetzt drauf und dann machen wir aus dir ein ATP. Das macht Q10, es hilft quasi, ja. Und das Kreatin liefert die Phosphatgruppen, der Baustoff, ja.
und das Q10 nimmt sie und baut sie quasi drauf. Okay? Wenn diese beiden nicht da sind, könnt ihr vorstellen, geht das Energielevel etwas runter, bis der Körper es wieder nachreguliert. Von daher Lebensmittel konsumieren, die davon etwas mehr enthalten oder im schlimmsten Fall etwas nachsupplementieren für die Übergangszeit oder auch so. Also im Endeffekt kommt später noch ein Video von mir zu Q10. Wir bringen es auch selbst als Produkt raus, weil ich dazu ein bisschen was erklären möchte noch zu der Q10-Thematik. Ich finde, es ist ultra unterschätzt. Vielleicht wissen es viele nicht, du hast mit 35 nur noch halb so hohe Q10-Konzentration in deinem Herzen wie mit 20 noch. Es nimmt wirklich rapide ab, die Q10-Konzentration. Ist für ganz viele Prozesse wichtig. Vielleicht könnte es mir eigentlich hier Leute interessieren, was dieses Q10 einfach alles noch so macht. Wird bald auf diesem Kanal und vor allen Dingen auch bei Vitasomal zu haben sein, aus einem ganz bestimmten Grund. Da habe ich mir schon wirklich was bei gedacht. Da steckt sehr viel Wissenschaft dahinter. Und ganz kurz, Liposomal wirkt es 3. Dankeschön auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte vielen Leuten helfen und ein bisschen den Übergang erleichtern hier und vielleicht noch ein paar Sachen belichten, die ihr vielleicht noch nie so gehört habt. Wenn das so der Fall ist, dann gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben für meine Zeit, die ich euch hier schenke. Und ja, Dankeschön, dass du ein bisschen zugeschaut hast. Wirklich, Dankeschön. Sehr gerne abonnieren den Kanal, so erfahrt ihr immer, was los ist. Dabei auf die Glocke drücken, ganz wichtig, damit ihr wirklich informiert werdet, wenn ein neues Video kommt. Schaut sehr gerne auf vitasomal.de vorbei. Meine liposomalen Supplements, würde mich sehr freuen, da mal wieder vorbeizuschauen. Im Januar, Februar kommen neue Studien dazu mit neuen Probanden. Ihr könnt gerne dabei sein, kommt sehr gerne in die Facebook-Gruppe Liposomale, eure liposomale Revolution, Vitasomal. Da könnt ihr dann gerne auch an diesen Studien teilnehmen, Blut abgenommen werden und solche Sachen, um noch mehr Transparenz zu zeigen, wie viele bioverfügbarer diese sind gegen andere Produkte. Was machen wir ganz transparent? Dankeschön, nochmals. Dankeschön fürs Vorbeischauen auf das Video. Dankeschön fürs Vorbeischauen auf Vitasomal. Bis zum nächsten Mal. Rohvegan an der Mitte 8.